Funlift im Vergleich zum Facelift. Welches ist besser für mich geeignet? Das ist das heutige Thema unseres Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth. Ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxen in Salzburg und Wien. Fadenlift ist derzeit in aller Munde, in vielen Medien als neu und als innovativ angekündigt, stimmt aber nur zum Teil, denn die Idee kommt aus Russland und ist über 20 Jahre alt. Es geht dabei darum, dass man Fäden in der Unterhaut einzieht. Diese Fäden haben Widerhäkchen und diese Widerhäkchen sollten sich so hin und her bewegen, dass die Haut dadurch straffer wird. Das gelingt zum Teil schon. Der Nachteil ist, diese Fäden bauen sich dann ab und der Effekt des Fadenlifts ist nach ungefähr einem halben bis eineinhalb Jahren wieder dahin. Wir können mit dem Fadenlift keine dauerhaften Ergebnisse erzielen, einfach deshalb, weil keine Haut dabei entfernt wird. Es wird nur ein Faden in der Unterhaut eingezogen. Dieser Faden hat aber auch kein Widerlager. Das heißt, es wird nicht die Haut per se nach oben gehoben, was ja auch nichts bringen würde, weil es würde dieser Faden durchrutschen, sondern beim Fadenlift sind die Widerhäkchen, die in der Unterhaut hin und her sich bewegen, machen kleine Traumen, kleine Verletzungen und diese Verletzungen tut das Unterhautgewebe wieder regenerieren und dadurch festigt sich etwas die Haut. Also durch diese kleinen Traumen, die diese Widerhäkchen verursachen, also kleinen Verletzungen, bildet der Körper wieder Kollagen und dadurch strafft sich etwas die Haut. Der Nachteil ist, es wird eben keine Haut entfernt. Es ist auch deshalb kein dauerhaftes Ergebnis zu erwarten. Beim Fächer-Facelift hingegen heben wir die Unterhaut an und die Haut ebenso. Also zwei Strukturen werden gehoben. Und wichtig ist, dass die Oberhaut so wieder aufgelegt wird und dauerhaft gestrafft ist, weil dieser Hautstreifen, den ich da entferne, der wächst nicht mehr nach. Das ist das Superficial Muscular Upper Neurotic System. Das sogenannte SMES, das ist die mimische Muskulatur, die Sehnenplatte davon und die wird jetzt präpariert. Und das ist ein wichtiger Punkt beim Facelift für die Langzeithaltbarkeit und für das natürliche Aussehen. Modernes Facelift hängt man nicht nur an der Haut auf, sondern das Wichtige ist, dass die Unterhaut gestrafft wird. Und das ist eben praktisch diese Muskelsehnenplatte. Bei meiner Technik, dem Fächer-Facelift, hebe ich dann auch noch das Mittelgesicht. Das ist eine Variante, die ich von einem New Yorker Kollegen übernommen habe für mein Fächer-Facelift. Das ist dieses Finger-Assisted Mid-Face Elevation. Und wenn ich da hier ziehe, dann sieht man, wenn ich da hier ziehe, habe ich da die Nasenlippenfalte und das Mittelgesicht in einem gestrafft. Das ist dann die Haut, die vorm Ohr entfernt wird. Die ist wichtig, weil die normalerweise sie vorne zusammenschiebt. Und das ist ein dauerhaftes Ergebnis, weil diese Haut bildet sich nicht mehr nach. Deshalb haben wir ein längeres Ergebnis und ein effizienteres Ergebnis. Ein Fadenlift ist nur geeignet für sehr, sehr junge Patientinnen, wo noch keine deutliche Hauterschlaffung vorhanden ist. Es funktioniert auch nicht bei einem deutlichen Doppelkinn, weil auch dieses Doppelkinn durch ein Fadenlift nicht nachhaltig korrigiert wird. Ich habe Patienten, die mir erzählt haben, sie hatten ein Fadenlift und sie haben eigentlich selber keinen Effekt gesehen. Das ist beim Fächer-Facelift nicht der Fall oder niemals der Fall. In meiner über 30-jährigen Erfahrung habe ich noch keinen Patienten, Gott sei Dank, der mit einem Fächer-Facelift vom Ergebnis her unzufrieden ist. Wichtig ist dabei zu sagen, der Aufwand für ein Facelift hat einen Nachteil gegenüber dem Fadenlift. Das Fadenlift kann man einfach in der Praxis durchführen. Das Fächer-Facelift braucht natürlich einen Operationssaal und eine Anästhesie und ein bisschen eine Auszeit. Das Fadenlift kann man übers Wochenende auch machen und niemand wird am Ende draufkommen, höchstens ein bisschen eine Schwellung oder ein blauer Fleck, das übrig bleibt. Wenn Sie weitere Informationen zum Fächer-Facelift und zum Faden-Facelift haben wollen, dann schauen Sie bitte auf unsere Homepage. Lesen Sie unsere Schönschriften durch, abonnieren Sie diesen Videokanal und
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Da erkläre ich Ihnen, welchen Aufwand ein Facelift bedeutet und ein Fadenlift bedeutet. Der Aufwand für einen Fadenlift ist ein relativ geringer. Er kann in einer Praxis durchgeführt werden. Es braucht auch nicht unbedingt einen plastischen Chirurgen dafür. Es wird nur mit Nadeln in der Unterhaut dieser Faden eingezogen und dort belassen. Er wird auch gar nicht verknüpft, üblicherweise. Und der einzige Kostenaufwand ist dieser Faden. Diese Fäden sind relativ teuer. Insgesamt kosten Fadenlifts so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ein vergleichsweise für die Dauer der Haltbarkeit, nämlich 1,5 Jahre, relativ hoher Kostenaufwand. Beim Fächer-Facelift haben wir den Aufwand einer Operation, eines Operationssaals, eines Operationsteams, eines Anästhesisten. Wir müssen auch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis zu 10 Tage, bis man wieder unter die Leute gehen kann. Aber wir haben ein dauerhaftes Ergebnis, das bis ans Lebensende eine Verbesserung beinhaltet. Auf der anderen Seite ist die Kostenstruktur so, dass sie praktisch nur doppelt so viel oder dreimal so viel kostet wie ein Fadenlift. Also wir rechnen circa zwischen 6.000 und 10.000 Euro für die gesamten Operationskosten, wenn wir ein Facelift machen, ein Fächer-Facelift und ein Halslift dazu. Im Endeffekt, wenn man sich's ausrechnet, hat man natürlich wesentlich einen größeren Effekt und länger eine Freude an einem Facelift im Vergleich zum Fadenlift. Danke, dass Sie sich dieses Video zum Thema Fadenlift versus Facelift angesehen haben. Bitte kommentieren Sie, fragen Sie uns, abonnieren Sie den Videokanal zu allen Themen im Bereich der ästhetischen plastischen Chirurgie und auf Wiedersehen aus Salzburg. Es gibt keinen einzigen Patienten, der sagt, na, bei mir können Sie sich jetzt ein bisschen entspannen oder sowas. Oder es muss nicht unbedingt ganz so genau sein, wenn es ein bisschen billiger ist. Nee, das darfst du nicht filmen. Naja. We'll be right back.